Hallöchen, Muchachos, hier sind wir wieder, eure Losers. Ich bin der Deko und wir begrüßen euch wieder bei einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Ich wollte gerade nochmal eben hier was einstellen, um die Lags wieder zu reduzieren. Ich denke mal, das müsste so gehen. Und wir sind kurz davor, unser ersten Dino zu besänftigen, zu zähmen. Wir haben hier wunderschöner Anblick, eigentlich. Eigentlich ist das ja sowas wie der Urzeitelefant oder so. Oder Urzeitschwein. Und wir sehen, ich würde eher sagen Urzeitschweinchen. Wir sehen ja gerade die schönste Deko, Seite. Deko hat jetzt endlich ein Tierchen. Ich bin gerade Mama-san und sorge für das Essen. Deko genau, chillt einfach nur und beruhigt das Ding. Das diesmal war es echt einfach. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da ist das Ding ja echt durch den ganzen Dschungel gerannt. Und diesmal hat es sich da in diesem Berg, da wo es jetzt gerade auch liegt, verfangen. Und dann konnten wir die ganze Zeit schön auf den Arsch schießen. Ja, wie viele Steine haben wir verbraucht? Ich glaube, ich habe 8 verbraucht. Ich glaube, ich habe 6 ungefähr. Ging also eigentlich relativ schnell. Zu zweit ist auch recht einfach. Das Ganze läuft dann so, dass wenn das Viech uncounted ist, das heißt, ihr müsst dann entweder müsst ihr es boxen, dass es ohnmächtig wird, oder ihr schießt es mit der Steinschleuder ab. Dann werden die auch erst ohnmächtig, bevor man sie umbringt. Dann kann man das quasi mit E gedrückt halten, hier das Inventory für das Viech öffnet und kann dann diese ganzen Beeren reinstopfen. Und die frisst es dann. Ihr merkt das hier, da ist gerade eines gefressen. Hier unten sehen wir, wie lange das Viech noch ohnmächtig ist. Das können wir mit diesen Narco-Berrien, Narco von Narkose, können wir einfach Remote Use Item und dann stoppen wir das in das Viech rein und dann wird das hier wieder länger ohnmächtig. Und je mehr Beeren drin sind, da sieht man Taming Effectiveness. Je mehr Beeren da drin sind, desto höher ist die Effektivität. Und nach einer Zeit, dieser braune Balken da unten füllt sich, Taming, und wenn der voll ist, dann ist es quasi unser gezähmtes Finomi. Ach stimmt ja, ich kann es ja auch benutzen, weil wir in einem Tribe sind. Finomi, ja. Ich muss eigentlich eben erstmal schnell zum Meer laufen und was trinken, denn ich bin richtig. Ich hoffe, das läuft aber weiter. Ich chill mich dann mal dahin. Chill dich mal daneben, ja. Pass mal auf unser erstes Haustier auf. Ich bin echt gespannt. Ich glaube sogar, man kann aber jedes Viech wirklich zähmen. Also wir könnten jetzt auch einfach hier zu so einem Stegosaurus gehen oder sowas. Wo bist du denn? Achso, also hier ist ja so ein Triceratops. 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 Diese ganzen Dinosauriernamen, die kennt man einfach nicht. Please. Naja, Triceratops. Und wie hieß das andere Viech nochmal? Stegosaurus, der mit diesem Kamm auf dem Rücken. Warte mal, Deko, dann bin ich aber dafür, wenn wir schon so weit gehen. Du kennst doch diese kleinen Chacos, die immer Gift spritzen. Da gehen wir gleich hin, knallen die ordentlich voll mit. Ich glaube, bei denen braucht man dann aber Fleisch. Man braucht Fleisch bei denen. Ich weiß eigentlich nicht, ob man. Da sind irgendwelche Gestalten im Wasser. Aber ich glaube, das sind Haie. Ich weiß nicht, ob die rohes Fleisch brauchen oder gekochtes Fleisch. Ich glaube, rohes Fleisch. Alter, ich glaube, ich sterbe. Was? Immer diese Scheiß, wenn man im Wasser ist und dann keine Ausdauer mehr hat. Oh, geschafft. Du musst ja auch nicht ganz rein, du musst ja nur so rein, dass du trinken kannst. Please. Jetzt muss ich eben warten, tired. Ja, wir können das mal versuchen, so ein Viech zu zähmen. Also auf jeden Fall hat sich schon mal eins ohnmächtig. Ja. Ich brauche unbedingt viel mehr Beeren. Ich bringe jetzt mal beim Weg nach oben wieder welche mit. Da waren ungefähr 120 Beeren drinne und da war dieses Taming Effectiveness war dann auf 60%, 61%. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, dass man ungefähr 200 Beeren in dem Viech drin haben muss, in diesem Phänomenia. Damit die Taming Effectiveness auf 100% ist. Das kann man dann ungefähr hochrechnen auf höhere Level Viecher und auf größere Viecher. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ganz schön viele Scheißbären. Die kriegt man aber auch relativ schnell. Wenn man ein bisschen am Farmen ist, also andere Ressourcen, dann kriegt man ja meistens obendrauf. Das Fleisch ist nur lustig. Das Fleisch bei Fleischfressern dann weiterzugeben. Alter, stell dir mal vor, also ich glaube nicht, dass man da 200 Fleisch braucht.
Das vergammelt ja vorher. Dann gib mir den vergammeltes Fleisch. Eigentlich müssten Dinosaurier sowas sogar aufessen können. Die hatten ja, denke ich mal, Magen wie keine Ahnung was. So, ich würde sagen, 3/5 sind jetzt durch. Die kommen langsam dem Ende zu, dass das Ding endlich gemountet werden kann. Und ich glaube, es ist ja so, dass man es, sobald man es als Haustier hat, man auch weiter füttern muss. Sonst wird das irgendwann böse auf einen und dann dreht das vollkommen durch und zerschlägt dann sogar vielleicht die eigene Butze. Hast du solche Info schon bekommen oder ist es jetzt gerade geraten? Ich glaube es gelesen zu haben. Ich glaube es gelesen zu haben, was für Scheiße. Aber es sind immer noch relativ wenig Bären, die das mitbringen, ne? Dann müssen wir ja direkt mal gucken, dass wir hier dann demnächst nochmal den Mabossa auch noch ein Viech fangen. Ja. Kannst du eigentlich schon irgendeinen cooleren Sattel bauen? Ich habe jetzt zufälligerweise gleich zwei Parasaurus AK. Parasaurus sind ja, glaube ich, diese feigen Dinger, die immer weglaufen. Diese feigen, diese auf zwei Beinen. Aber du hast ja keinen Sattel, sondern nur einen Skin. Das ist quasi wie von dem Hut. Ach so, den, das ist wirklich ein... Du musst erst den Sattel bauen und dann kannst du den Skiller draufziehen, wie das cool aus. Ach so, okay. Ja, dann habe ich noch gar keinen Sattel. Aber wie lange brauchst du denn, bis du herkommst? Please. Ich bin gleich auf dem Weg. Ich habe jetzt eigentlich auch gleich schon wieder Hunger. Da kommt Deko. Das heißt, Mama-san kann wieder losgehen. Geht jetzt auch auf Bärenjagd. Oh. Bären, ja. Ich habe aber einiges dabei. Ich habe sie gerade, ich hab von den blauen Bären habe ich auch. Du kannst ja mal schauen, ob die Effektivität dann wieder direkt zunimmt. Ich bin jetzt bei Effektivität 34. Das ist echt richtig wenig. Wir haben angefangen mit 65, glaube ich. Und es scheint auch weiter runter zu gehen. Jetzt bin ich auf 34,5. Ich glaube, ich war gerade runter. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht mag der auch nicht bestimmte Bären. Welche frisst der denn gerade? Stimmt, das kann auch sein. Ich sehe gerade gar nicht, welche er frisst. Jetzt gerade frisst er die Majo-Berries. Ich stecke ihm mal gerade eben wieder ein bisschen Narco-Berries, damit er auch frisst ist. Und das ist echt ein langer Vorgang, meine Fresse. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so lange dauert, so ein Ding zu zählen. Aber wie gesagt, wir laufen ja auch auf unter der Hälfte der Effektivität. Also wenn die Effektivität auf 100 ist, dann knallt das ja richtig schnell durch. Ja, ich weiß nicht, wie das hier hochgeht, weil ich habe ja jetzt gerade wieder... Wie viele Beeren habe ich reingesteckt da? 60 oder so? Okay, dann hast du nächstes Mal andere Beeren gegeben und schauen, ob das besser ankommt? Ich hab die alle da, ne? Dann nimm noch mal, mal alle raus. Genau, nimm nur eine Sorte und dann schaust du, wie weit sich das verändert. Und dann kann man schauen, was so. Der gerne chuckert. Auch wenn es ihm eigentlich scheißegal sein muss, der ist ja betäubt, ne? Was verkehrt bei ihm? Was hat er für Ansprüche? Lol. Sag nicht, er ist aufgewacht. Nee, aber der Balken ist gerade, der Taming-Balken ist gesungen. Jetzt steigt er wieder. Aber der Taming-Effekt des Balken hat sich nicht großartig verändert. Okay. Vielleicht ist einfach die Taming-Effectiveness sinkt mit steigendem Taming-Level. Weißt du, je mehr wir den getamed haben, desto weniger. Ja, ist schon ziemlich kacke. Ja, da würde ich schon. Das heißt natürlich, dass es immer länger dauert, je weiter man voranschreitet. Ich will dich ja nicht haben, ich muss mal einen Sattel craften. Hast du nicht mal den Sattel? Was ist verkehrt bei dir? Muss ich nur craften. Kann ich sogar. So, ich habe jetzt auch wieder ordentlich Beeren. Und hier sehen wir schon, da ist der Equipment-Platz für den Sattel. Ich konnte den Sattel schon aufsetzen. Du bist mein. Der hat sogar eine Gewichtsangabe. Ich glaube, man kann ihm einfach irgendwelche Sachen ins Inventory legen. Das wäre geil. Ja, wie geil. Ich kann einfach Fiber und Stone reinlegen.
Also quasi auch so ein Arbeitstier für uns. Damit wir mehr tragen können. Jetzt ruft Mike uns gerade an. Ey, what the fuck? Das habe ich auch gerade gemerkt. Sekunde, ich muss eben auflegen. Eine Sekunde, Muchachos. Das ist ja. Das Mike, er ruft einfach so an. Ich schreibe ihm mal eben. Habe ich gehört. So, jetzt komme ich rum. Und Mama-san bringt mir die ganzen Beeren vorbei. So kümmert man sich. So kümmert man sich. Ich will es füttern. Ich will es füttern. Mit dem Mauser kann man mittlerweile übrigens wieder raus und rein scrollen. Da sieht man sich so ein bisschen. Es hat gerade Kaka gemacht. Hat es? Ja. Du hast vielleicht Kaka gemacht. Das kann auch sein. Alter Billy, jetzt habe ich das aber voll gestoppt. Mama-san wünscht sein Kind das Beste. Ist aber nicht gestiegen. Das heißt, die Effectiveness, die kann man nicht beeinflussen. Man kann echt einfach nur Zeug reinlegen und warten. Falls die Muchachos das besser wissen, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, was haben wir da? Was haben wir denn da? Meinst du Steinschleudermäßig? Lol, das rennt weg. Sieh ja. Es ist seitwärts weggerannt. Lol, ich hab so krass geleckt, dass ich meine Scheiß. Wie macht die Scheiß Steinschleuder? Bring's lieber um. Wir haben doch gar kein Fleisch. Kann das Ding doch nicht gar nicht zähmen. Nee, aber wir könnten testen, ob wir. Ich hab Fleisch dabei nochmal. Achso, okay. Ah, nee, hab ich doch nicht. Es ist gleich soweit! Die letzten Wolken! Ich will dabei sein bei der Geburt! Hey. Dass man echt so lange warten muss. Ich will so eine Schildkröte gezähmt haben. Ja, so eine Schildkröte ist so. Alter Belly, das machen wir auch. Aber da brauchst du ja auch so einen crazy Sattel, ne? Weil du, da kannst du dich ja nicht auf die Spitzen draufsetzen. Außer Deko, da steht drauf. Ha. Ich will auch! Oh, ich hab schon. Wow! Ey, wer muss schon was zähmen, Alter? Wir machen das so! Wir fahren einfach so mit. Ich hab das schon 5 Minuten. Kannst du von hier oben dann umbringen? Ja, mach mal. Das wäre lustig, das wäre jetzt richtig geil, ey. Nein! Fuck! Ich packe sogar! Ich bin tot! Bin echt tot! Oh, geil, ey. Oh! Oh! Ist es soweit? Oh! Yay! What the heck? I have tamed a Fjomia. What the heck? Der hat plötzlich diese scheiß Dings angezeigt, diesen Katalog, wo man. Hoppala. Aber es geht, respawn at bed. Diesen Katalog angezeigt während des Kampfes, was für ein Ding das doch ist. Und dann kommt man aus diesem scheiß Menü raus und das Ding greift dich die ganze Zeit an. Please. So, aber wie mount ich es jetzt? Drück mal E oder so. Ne, mit einmal E drücken nicht und mit E gedrückt halten. Ach, move closer to right. Aber. Ich glaube. Geht nicht oder wie? Doch, du hockst doch drauf. Ja, aber ich kann mich bewegen. Ach, das Ding bockt im Felsen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Never ever, oder? GG! Ich muss jetzt erstmal hier meine Leiche finden. Kann der nicht hier? Ah, kann man auch pfeifen, oder? Nein, er kommt! Er kommt! Oh yeah! Boss-Modus! So, mein Körper hat nochmal 4 Fleisch hergegeben. Bist du ein Killer? Oh yeah. Und wie heißt er? Mabossa der Schweinebär. Warte mal, ich bastel mir jetzt auch mal so ein Ding. Das muss man natürlich erstmal lernen, ne? In welcher Reihe ist der Crab? Oh, er kann sogar rennen. Ja, warum sollte er denn nicht rennen können? Dann wäre das wie Ding geil noch der ist, Alter. Wie geil der ist. Ey, Mabossa, er ist mein. 80 Hide braucht man dafür? Ja, wir haben doch Hide von den Schubes geklaut. Alter Belly.
Ist aber ganz schön teuer, das Ding, ne? Oh, nice. Steig mal kurz ab. So, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Oh yeah, er ist unconscious. Jawohl, jetzt wirst du vergewaltigt. Hast du Fleisch? Ich sehe das Ding nicht mal. Ach da, okay. Ich kann Narco-Berries reinballern. Ach nee, kann ich nicht. Narco-Berries eigentlich noch bei hier. Ach, Fleisch habe ich reingeknallt. Ist er das? Ja. Obwohl. Taming ändert sich nichts, nee. Alter. Warte, ich habe ja hier noch. Hauptsache, du hast auch ganz viele Samen hier reingepackt. Doch, jetzt macht sich was, jetzt tut sich was, sogar richtig schnell eigentlich. Brauch mehr Fleisch! Ich brauch mehr Fleisch! Okay, ich fütter immer weiter mit Narco-Berries. Nein, du sollst ihn mit Dings mit Fleisch füttern. Ich hab kein Fleisch. Ach so, please. Ich glaube, in unserer Butze haben wir aber noch Fleisch, oder? Könnte doch nicht gebraten sein, außerdem brauche ich gebratenes Fleisch. Right, cycle durch den Fleisch. Jawohl, ich hab einen Chemiespucker. Dammit, ich hab extrem Durst. Oh yeah. Eigentlich sollte das Viech Marossa der Schweinebärmann heißen. Aber es hat nicht gepasst. Ich hab richtig Hunger. Wo ist denn? Nee, hat nicht gepasst. Schweinebären. Ich habe gerade defazitiert, oder wie der Scheiß heißt. wo ist unsere Wurzel? 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 Ja, hier glaube ich. So, ich muss jetzt ganz schnell Fleisch besorgen für das Viech. Ich finde unsere Wurzel schon wieder nicht. Hast du das Ding da liegen lassen oder wie? Ja. Warum? Weil er unsichtbar ist. Das war mein Hase. Ich muss was essen und ich kann nichts essen, weil ich die Wurzel nicht finde. Okay, dann. Es war ja relativ einfach. Es war natürlich jetzt ein bisschen Wasterei von 8 Fleisch, aber 8 Fleisch kriegt man ja schnell wieder. So, du kannst doch, der Fisch auch weiter. Ja, ich bin jetzt erst am See, ne? Wie viel hat er noch? Ich hab noch 3 Fleisch. Natürlich, am leichtesten an Fleisch kommt man natürlich über Dodos, ne? Ja. So, wo ist eigentlich mein Viech hin? Ich glaube, das kannst du pfeifen mit U oder so, ne? Mit U? Was? Junge Boss oder Schweinebär? Was zum Fick? Killt bei Stego, nein! Wieso? Oh mein Gott! Wieso hat er sich mit dem Stego gebettelt? Oh, Deko, er hat, ey, ganz ehrlich, das ist Vater Deko, ne? Please! Ich hab seine Aggression auf, ich hab sein Teil auf Aggression gesteigert, gesetzt. Vielleicht ist er deswegen gestorben. Bist du ein Homo? Da gibt hier Deko so eine Verantwortung und er packt's nicht! Ja, komm, Alter, woher soll ich denn wissen, dass der auf Aggression einfach irgendwelche Dinos angreift? Ja, weil er aggressiv dann ist? Ich dachte, der greift dann Viecher an, die nicht angreifen. GG, Deko. Ja, dann würde ich sagen, hatten wir mal ein Haustier. Aber ich kann jetzt mein Haustier dazu verwenden. Alter, wie viel Fleisch das gibt, ne? Du musst unbedingt hingehen und dir deinen Sattel wiederholen. Das sind 80 Leder. Nee, ne? 80 Haut. Kriegt man nicht zurück. Kriegt man nicht? Nee. GG, das heißt, wir haben ungefähr 6 Milliarden Bären verschwendet und 80 Leder. Danke, Deko. Einer brauchst du dich? Ich habe ihn gerade abgeholzt. Ich kann ihn jetzt quasi wiederverwenden, um dein Viech zu zähmen, wenn das hier noch irgendwo liegt. Das müsste hier irgendwo rumliegen. Da ist es! Weiß nicht warum, aber den will ich irgendwie Patrick nennen. Das ist so ein richtiger Patrick. Ich habe 16 Raw Meat von meinem Viech bekommen. Also würde ich sagen, du
kannst einfach dein Vieh schon mal verdanken. Oh, guck mal, wie süß er ist. Schau dir das mal an. Oh, wie süß er ist mit seinen spitzen Zähnchen. Guck mal, wenn er jetzt isst. Ess jetzt. Er isst doch gerade schon. Oder sieht man das, wenn der isst? Dann sieht man wahrscheinlich nur, wenn man Narcoberry verfüttert. Guck mal, Narcoberry essen. Oh, Patrick! Patrick! Es dauert schon wieder ziemlich lange. Zwei Fleisch nehme ich mit, sag immer unsere Butze, Alter. Ich weiß echt nicht, was das ist. Ich bin jetzt schon wieder durstig und hungrig. Okay. Ich finde übrigens, dass diese scheiß Leiste mit Durst und Hunger, das geht viel zu schnell runter. Ja, das stimmt. Das ist schon wie bei, wie hieß das Game? Peter Pan und die Heiligtümer des Ordens. Manchmal bist du so unlustig. Ja, aber ich glaube nachts. Ja, ich muss erstmal zum fucking See und Wasser trinken. Ich habe mittlerweile nicht nur Hunger, sondern auch Durst. So, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und wenden dann diese Folge. Zusammengefasst, Deko hat alles verkackt. Wie immer. Ich habe voll nicht verkackt, wir haben unsere ersten Erfahrungen gemacht, weißt du? Man muss ja auch erstmal Erfahrungen sammeln, um zu wissen, was man nächstes Mal besser machen kann. So geht's dir mit den Männern auch, ne? Ja. Muss man alles erstmal kennen. So. Oh fuck, jetzt will ich das Haus nicht. Please! Oh, jetzt habe ich schon wieder fuck Ausdauer, ne? Engram, ich bin mittlerweile auf Level 10. Du bist schon Level 11, ne? Ja. Level 11? Können wir auf jetzt Weg zu Level 12 sogar schon fast. Eine Flare Gun können wir schon herstellen. Wir können Spyglasses herstellen. Wir können einen Pinsel herstellen. Small Crop Plot. Ach, wir können hier Crop. Ach, du kannst schon Parasaurus-Sattel lernen. Ja. Ja, nicht auch. Ich will auch ein Parasaurus haben. Phenomia sind irgendwie kacke. Vor allem sind sie voll hässlich. So, Deko, jetzt mach mal das Outro sozusagen. Outro? Das Outro, Muchachos, in dieser Folge ist eigentlich. Es ist schon wieder nicht viel passiert. Irgendwie passiert in diesen ganzen Folgen nicht so viel. Außer, dass wir das Phenomia gezähmt haben und ungefähr ist 3 Minuten unser Haus hier war. Bis es dann sich mit einem Stegosaurus angelegt hat und dahin gerafft wurde. Aber es hatte ein gutes, denn wir konnten unser Phenomia quasi wiederverwenden, um Fleisch zu kriegen. Um Fleisch zu kriegen für dein Viech. Ja, für Patrick. Den ihr dann in nächster Folge sehen könnt. Und der uns auch, denke ich, vor allem beim Dodo-Jagen sehr behilflich sein wird. Muchachos, das war's wieder mit Ark Survival Evolved. Däumchen nach oben und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.